Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zu Animal Crossing New Horizons. Und zwar hat die Nook Link App ein Update bekommen, sodass man in dieser nun Nook Punkte sammeln kann. Und diese gesammelten Punkte kann man dann später gegen exklusive Items einlösen. Aber erstmal von vorne. Wie kommt man denn überhaupt in dieses Nook Link rein? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele von euch vielleicht gar nicht wissen, was diese Nook Link App ist und wo man die findet. Man findet sie in der Nintendo Switch Online App. Diese müsst ihr also ganz normal auf eurem echten Smartphone runterladen, dann öffnen und dann seht ihr da schon ein Animal Crossing Symbol. Da müsst ihr draufklicken und dann seid ihr auch schon in der Nook Link App drin. Und hier gibt es jetzt einen neuen Punkt, nämlich Nook Punkte. Da gibt es da nicht super viel zu sehen und auch nicht sehr viel zu tun, to be honest. Hier kann man sich halt täglich so Nook Punkte abholen. Wenn man den Button da anklickt, dann kriegt man 10 Punkte. Es gibt auch noch irgendeinen Multiplikator. Ich weiß allerdings nicht genau, wann der kommt. Aber ich habe auf jeden Fall schon bei anderen gesehen, dass es auf jeden Fall einen Mal-2-Multiplikator gibt, dass man dann 20 Punkte an einen Tag bekommt. Aber ja, keine Ahnung, wann das stattfindet. Und was ich noch ganz süß finde, ist, dass man neben diesen Punkten jeden Tag auch noch Worte der Weisheit von Smeralda bekommt. Smeralda war ja die Wahrsagerin in alten Animal Crossing-Teilen. Und jetzt hat sie es auch so halb in Animal Crossing New Horizons geschafft, halt nur in die App leider, aber immerhin. Und wenn man sich halt die Punkte abholt, dann kriegt man von ihr täglich so mehr oder weniger einen Glückskeksspruch. Ich zum Beispiel habe jetzt bekommen, widme einem alten Freund ein paar Zeilen. Oder auch nicht, das liegt ganz an dir. Deswegen eher so mehr oder weniger Glückskeks. Ja, und mal schauen, ob sie es dann irgendwann nochmal ins richtige Spiel schafft. Vielleicht ist das ja so ein kleiner Teaser von Nintendo, dass wir vielleicht später noch mehr von ihr sehen. Kann ja sein. Ja, und was macht man dann mit diesen Punkten? Oben links kann man dann auf diesen Button klicken, Punkte gegen Items tauschen. Dort seht ihr dann alle Items. Bisher gibt es nur 6 Stück, die insgesamt 410 Punkte kosten würden. Heißt, ohne Multiplikator müsstet ihr 41 Tage am Stück eure Punkte sammeln, damit ihr da alle Items habt. Wenn ihr dann genug Punkte für ein Item habt und euch eins kaufen wollt, dann klickt ihr einfach das Item an, das ihr haben wollt, bestätigt das nochmal und dann kriegt ihr sofort das Item in euren Briefkasten ins Spiel geliefert. Also wirklich sofort, ihr müsst nicht noch einen Tag warten oder sowas, sondern einfach nur die Switch mit dem Internet verbinden und das Item, das ihr da gekauft habt, ist sofort in eurem Briefkasten. Apropos Tag warten, Leute, zum Punkte sammeln muss man nämlich auch keinen Tag warten. Wenn man wirklich, wirklich ungeduldig ist, dann kann man einfach die Uhrzeit seines Handys vordrehen. Also eigentlich genauso wie das Zeitreisen auf der Switch, macht man das einfach genau das gleiche auf dem Handy, spult seine Zeit um einen Tag vor, schließt die App dann nochmal ganz, öffnet sie nochmal neu und kann dann wieder Punkte einsammeln. Würde dann ein bisschen schneller gehen, dann dauert das keine 41 Tage. Ist vielleicht ein bisschen cheaten, je nachdem wie man das auslegt, ist ja im Spiel auch nicht anders, aber soll jeder machen wie er will. Es funktioniert auf jeden Fall.